da? Was ist das denn? Hinter der Kirche ist Respirator nehmen. Ach, das ist ein Mundschutz, mein Gott. Auf Englisch hört sich das alles so übelst krass overpowered special-mäßig an, aber es ist ein scheiß verdreckter Mundschutz. Da oben liegt wieder ein Buch, das, was jeder braucht. Oder liegt da noch was anderes? Ein Stück Map. Und zwar die... Welche Map? Sehe ich nicht. Ach, gibt es jetzt auch nur Teile von der Map? Ja, das ist auch ganz cool eigentlich, dass du so nur, weiß ich, Nordosten findest oder Südwest oder sowas. Das ist ganz cool gemacht. Gibt es auch GPS noch und so einen Takt hier? Also, wisst schon? Ich glaube nicht. Ja, im Moment noch nicht, ne? Aber dass die sich echt so feiern lassen mit Dingens ist wunderlich, mit dem Fernglas. Dass das ewig nicht reinkommt hier. Also im Fernglas vermisse ich echt. Oh, ich denke bisher gar nicht. Oh, ich habe einen Dosenöffner. Ha. Aber dem geht's richtig scheiße. Egal. Na, leider nicht. Hätten wir mal das Spiel nicht gehabt, dann wäre es jetzt wirklich egal. Dann wäre der irgendwann halt damaged ist. Ich habe heute noch gar kein Update gemacht. Oh. Macht das Team automatisch. Das merkst du nicht, ja. Okay. Macht dahinter rückt's ganz feige. Ja. Das merkst du bis, wenn du zockst und übelst einen Hyping hast und alles leckt. Dann merkst du, dass der updated schon wieder. So. 10 Sekunden noch. Man kann Putzi endlich mal spielen. Ja. Ich auch unser Held. Wenn es mal so wäre. Na, ist so. Ready, please wait. Ich bin auf dem Server. Oh, wie toll. Ich mach mir in die Buchse. Mach mal in die Buchse. Ja. Wo spawnst du? Weißt du noch nicht. Gute Frage. Das sieht mir aus wie kurz vor, wie heißt es? Chano. Okay. Würde ja noch gehen, Balot, dann müssen wir... Warte mal. Nee, Quark, ich muss in die andere Richtung rennen. Da laufe ich Richtung Norden hier. Ja, nee, ich bin... Oh, wie heißt denn das? Balota? Oh, Balota musst du unbedingt mitnehmen. Das ist... Mittlerweile lohnt sich das übelst. Balota. Also allerdings, ich gehe davon aus, dass das Balota die Ecke ist, aber ich bin mir halt nicht sicher. Ja. Wisst ihr schon, wie man Stinkefinger zeigt? Ja. Also, hier, ne? Wenn das Bein ist. Weil ich immer irgendwelche Leute gesehen habe, am Anfang, wo ich keine Waffe hatte, in Gornisch, die kamen mir entgegen, wollten irgendwas von mir. Das erste, was war, hier. Stinkefinger gezeigt. Ja. Ich bin mal ganz lustig. Spaghetti! Spaghettina! Casparente, Mascarpone. Wo gammelst du rum? In irgendwelchen Gammelhäusern hier hinten. Und nochmal was zu essen. Und eine neue Hose, die ist, der geht sogar super, ich auch. Während meine auch super ist. Hier ist eine schöne Hose drin. Ich hab eine 6-Slot-Hose. Hä? Wie geht denn das mit dem T-Shirt zerreißen? Rechtsklick auf das T-Shirt. Achso, und dann hab ich's gerade weggeschmissen. Irgendwas mit Rex. Ja, ist die Sicht, ich kann die Hose nicht einpacken, glaube ich. Ich brauch die nicht, ich hab eine 6-Slot-Hose. Achso, okay. So. Ich finde hier nichts, Mensch. Ja, ich finde gerade, also die ich bin fast an der Küste unten sozusagen. Die Häuser, die lohnen sich, muss ich sagen. Da hat wohl keiner Bock zu looten da hinten. Ich ernähre mich von Restmüll. Naja. Ja, dann komme ich auch halt weiter südlich. Wir können uns ja kurz im Backsteinhaus treffen, was gegenüber von der Dings ist. Ja. Treffen wir uns dort. Down. Und dann läuft das. Und ich sehe hier Zäunchen, die ich nicht sehe. Ich freue mich übelst auf März. Ja, nicht? Oh, geil. Da kommt der Teichmann. Da kommt der Teichmann zum Lasertag spielen. Besuchen wir den Boom. Da wird Lasertag gezockt, da wird hier gejingelt. Was ist ein Lasertag? Na, kennst du nicht von. Zum Beispiel Hauer mit der Mutter? Da zocken die das auch, Lasertag. Das ist quasi wie Paintball, nur mit Laser. Mit Laser. Super. Braucht man. Ey, bist cool. Braucht man nicht, Fetzer. Echt mal. Alter, das wird alle, Nacht, die, alle, die bei Rico und mir im Team sind, die sind im taktischen Vorteil. Ja, sowieso. Regnet das bei euch? Ja, bei dir auch? Mhm. Bei mir nicht. Doch, es nieselt ganz leicht jetzt. Doch. Wie viele Spieler sind hier oben? Ich laufe ja selbstsicher übelst einfach durch die Gegend. Na naja, gut, das geht. Ach, ich auch. Ey, jetzt ist aber nichts in diesem Häuschen. Ja. Kotzen. Bei mir ist auch alles so leer. Alles wie leer. Lächerlich. So, Boom. Bist du da? Oh. Backsteinhaus? Die Ecke? In der Halle regnet's. Dann können wir weiter runter gehen, zur Küste.
ich bin gleich wieder da, kannst du im Moment. Gut. Ja, boom. Da gehe ich mal ganz kurz noch hier ein bisschen looten hier hinten. Du machst. Braucht man die Taschenlampe unbedingt? Wenn Nacht wird, wäre schon gut, ja. Also ich muss sagen, der Standalone spielt sich extrem geil auch bei Nacht. Extrem ja? Cool mit Taschenlampe und so, ja, das fetzt echt. Also wir werden wahrscheinlich, das müssten wir mal machen, das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, mal mit Absicht bei Nacht zocken einfach mal, dass man das mal wieder sieht. Bei wann wird denn das nächste Mal sein in etwa? Ich habe jetzt die Woche Frühschicht, außer Samstag spät und ich hoffe, dass wir es da nochmal machen, während ich Frühschicht habe. Ja, weil Sonntag wäre ganz gut, also finde ich. Achso, oder Sonntag, ja, wenn das bis dahin reicht, dann Sonntag, ja. Weil, ja, aber dann halt, ich weiß ja nicht, wie es ihr macht meistens Sonntag, aber bei mir wär's, ja, früh, naja, klar, würde gehen, aber am liebsten halt nachmittags so ab um 3 oder 4. Ja, müssen wir dann, können wir dann spontan mehr oder weniger entscheiden. Also Sonntag können wir auf jeden Fall aufnehmen und so unter der Woche muss ich gucken halt. I want to eat something. Ich würde gern was essen. I want to eat something. Ein bisschen was habe ich an Essen. Ach ja. Hast du eigentlich jetzt in der Zwischenzeit gar nicht mehr gezockt, ihr seid? Auch nicht Mods und sowas? Auch nicht. Krass. Krass, krass. Komplett die Maus und Tastatur abgelegt. Ja. Naja. Da muss auch mal sein für ein paar Monate, ich weiß nicht. Ja, da hat man halt umso mehr Bock dann wieder, wenn man wieder spielt. Mhm. Ist ja nicht verkehrt. Ich fand es auch nicht mehr so doll dann zu zocken, weil meine Leute, mit denen ich sonst immer gespielt habe, die waren auch nicht mehr so da. Ja. Und wenn ich da mal gezockt habe, dann war es eher so, ja, kurz mal langweilig und alles so. Ja, ja. Dachte ich mir, wartest du bis zur Standalone, dann kam die Standalone raus und dann dachte ich mir so, naja, die sagen alle, ist noch nicht so doll, dann werde ich sie mir erstmal noch nicht holen. Mhm. Ja, das ist für alle, die halt, die haben, also viele haben halt einfach die Erwartungen zu hoch geschraubt. Die haben sonst was erwartet, bloß ist halt eine Alpha-Nummer. Boah, ich zwei Zombies. Das ist ganz cool. Looten mit System ist bei mir nicht drin, habe ich das Gefühl. Ja, drei Zombies, schön. Meine Güte. Ach, die bringen wir einfach bei Rico mit. Ja, ja, mach mal. So, ich würde gerne mal Elektro verlassen. Hängt man hier auch ziemlich, die hängt man hier auch ziemlich schnell ab, oder? Ja, das geht eigentlich, ja. Ihr könnt ja meinetwegen an der Kiste so langlaufen. Also Elektro raus, über den Berg und dann an der Kiste Richtung Balota. Wo bist du jetzt? Südlich, weiter? Ich bin jetzt nicht Cerno. Nicht nee, wo ist denn Balota? Balota ist links neben Cerno. Also wenn wir nach Balota sind. Ich meine rechts. Rechts neben Elektro, was ist denn das da, was da rechts darüber kommt? So. Kamishovo und so die Ecke dort langlaufen nach oben. Nee, nicht schon. Oh, da will ich ja nicht hin. Ich will ja nach Cerno, ich will ja looten, ich will ja Balota, würde ich gerne. Also, wenn du jetzt die Aufnahmen verfolgt hättest, dann wüsstest du, dass wir das schon 4 Mal waren mittlerweile. Ja. Also, würden jetzt gerne mal. Ich habe auch nicht Zeit, mir jede Folge reinzuziehen. Was? Was? Alter. Muss ich dir doch die DVD-Sammelbox Rico LP dann nochmal schicken? Ich denke, du bist arbeitslos. Ja, stress noch lauter Boom. Wisst ihr, außerdem bin ich nicht arbeitslos? Nein. Er ist arbeitssuchend. Ich bin nicht arbeitslos, ich bin Arbeitnehmer noch. Ach, bist du Arbeitnehmer? Ich bin noch Arbeitnehmer. Ja gut, aber sowas kann man ja außerhalb von Aufnahmen besprechen, das ist ja wirklich, ne? Ja. Was, das ist keine Zeit, deine Videos zu gucken? Das kannst du mal schön rausschneiden. Ja, wer ich. Warum, du weißt nicht alles, musst nicht alles wissen. Nico piept. Piep. Ich bin jetzt vorm Krankenhaus, Boom. Da war ich doch gerade. Ja, dann lass jetzt gehen jetzt langsam hier. Lass mal abhauen. Ich laufe die ganze Zeit ständig die Häuser ab und auf und ab. Ja, ich ja auch. Ich bin schon, ich gehe Richtung Osten. Richtung Westen. Industriegebiet. Treffen wir uns dort? Ich laufe jetzt zur Küste runter, ja. Aber hier sind ja auch noch ein paar Häuserchen. Ich bin an den Bahnschienen jetzt. Also das finde ich zum Beispiel auch mies, dass es hier nicht mehr dasteht, wo du genau bist, wenn du spawnst. Das könnten sie dir ja wenigstens mal sagen. Da ist er. Nee, das ist ein Zombie. Nee, was ist, hast du einen Helm auf oder und so? Ich ja. Ja. Warte, das grüne Haus hier drüben nehme ich noch mit, wenn es zu ist. Haus, bist du zu? Bist du zu? Ich habe nichts zu essen gefunden. Ja, ich habe ein bisschen was. Das reicht aber. Ich hoffe, ich bin wirklich richtig gelaufen. Für unser Küstengerenne reicht das vielleicht noch, aber mehr nicht. Vielleicht finden wir in Cerno noch was Schönes. Ja. Was haben wir denn hier? Ein Computer. Shit, brauchen wir nicht. Ich glaube, die Orms
spawnt. Ah, hier kann, glaube ich, was spawnen, aber hier drin nicht. Nee, ist ja lächerlich. Bin am Bahnhof. Ja. Gut. Geh noch in das rote Gebäude hier gegen. Also ich bin jetzt bei Tulga. Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, wo das ist. Hast du eine Map auf dem Boden? Das ist knapp neben Kamishobo. Na, dann kommen wir nach Elektro. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich boot's ja schon durch. Wie so ein Kaputter. Ja. Na gut. Boah. Ich höre Nachladegeräusche. Das hätte auch mein Papier sein können, was ich gerade hier. Ich habe mir gerade einen Bonbon im Mund gesteckt. Ach, dann war das vielleicht das. Bist du am Bahnhof jetzt, oder? Nee, ich habe hier noch ein Haus. Ich würde gerne noch die Häuser hier so ein bisschen mitnehmen kurz. Was sagst du, du willst raus? Jetzt auf einmal nicht mehr? Ja, Fuzzi ist ja, ich dachte die ganze Zeit, Fuzzi ist Balot, weil er das erst gesagt hat. Und wir müssen zu ihm. Dabei muss er ja zu uns. Das heißt, ich beeile mich, ich renne schon wie so ein Held. Naja, das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Ah, springen. So. Ich find's trotzdem ziemlich dunkel hier, kann das sein? Ja, ich auch. Ist auch so. Aber ich find's angenehm, nicht, dass die Sonne nicht immer so blendet. Ja. Ich sehe übelst schlecht Texturen und so ein Zeug. Ich find's mal ganz angenehm, perfekt. Dass wir mal anderes Wetter und sowas haben und nicht immer dieses Deswegen, ich hab auch schon zu Fuzzi gesagt. Strahlender russischer Sommer. Gerade zu Fuzzi gesagt, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, könnten wir mal versuchen, mal Just for Fun bei Nacht mal wieder zu zocken. Weil das der Set eigentlich relativ angenehm zu spielen ist bei Nacht. Ja? Finde ich ganz cool, würde ich gerne mal wieder machen. Ich glaube, die erste Folge, die zweite Folge, irgendwas ist ja bei Nacht, glaube ich. Hier ist eine dicke. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Mann. So, ich laufe jetzt Richtung Backsteinhaus, was da ganz unten noch ist an der Küste, da oder am Hafen. Ja, ich gehe Richtung Osten schon weiter. Aber ich hab Hunger. Ja, und dann treffen wir uns erstmal irgendwo, dann gebe ich dir jetzt erstmal Essen. Also Richtung. Na, hinterm Bahnhof da weiter an diesen Gebäuden. Gebäuden bin ich. Okay. Oh, da ist der Bahnhof. So. Da weiter gehst, kommen dann so Häuser. Dann kommen so Häuser. I'm starving. Das ist nicht so gut. Was heißt denn das? I'm starving? Ich bin am Verhungern. Starving ist. Also Starve ist verhungern. Achso, deswegen don't starve. Genau, gut. Genau. Spielziel nicht verhungern. Hätte ich immer noch nicht. Also ich laufe die Schienen jetzt vom Bahnhof jetzt weiter Richtung stadtauswärts. Grad. Oh, links von mir ist eine große graue, weiß ich was das ist, Halle, Fabrikhalle. Da bist Ach, du. Da. Ja. Okay. Boah, jetzt habe ich mir an der Oberlippe gekratzt, da war ein kleiner Kackpickel. Da bin ich voll rübergerutscht. Das fühlt sich an, als hätte mir jemand meine scheiß Lippe abgerissen. Oh. So, ich mach dir mal die Dosen auf hier. So. Also ich bin gleich Kamishobo drinne. Das müsste das Spawn dann gleich boomen. Danke. So. Ist hier die Bälle drin? Stopp, die Bälle. Kann ich nicht. Was ist eigentlich eine Machete? Ob die übelst abgeht? Weiß ich nicht. Ich hab die extra liegen lassen. Danke, Rico. Ja, zweimal, ja, ist aber. Ja, zweimal. Ja. Was haben wir hier? Natürlich ein M4 Mündungsfeuer-Dingsbums. Braucht jetzt auch jeder hier unten an der Kiste. Übelst wichtig. Spawnt das hier, ey. Oder das hat jemand gedroppt. Das gekatschert man bis sonst wohin. Finde ich auch krass, dass du die Waffen jetzt nicht mehr komplett findest, sondern in Einzelteilen. Ja, findest du aber auch komplett noch. Das finde ich auch. Ja, weiß ich, habe ich auch gefunden letztens am Airfield. Ja. Ich finde es halt cool, dass wirklich der Lauf dann kaputt gehen kann und sowas, dass er das auswechseln muss. Ach so? Das finde ich ganz geil. Zum Beispiel meine Feuerwehr-Axt beispielsweise, die ist badly damaged, die macht also nicht mehr lange, deswegen hole ich mal die Machete. Irgendwann, ich weiß nicht, wie es aussieht, ob das dann einfach das Item weg ist oder ob die einfach keinen Schaden mehr macht. So, das scheiß Ding ersetzen.
Nimmt ihr das auch ins Wehrhände hier? Du nochmal die Machete in die Hand, Junge. Ah, in jener Hand nimmt er das. Kam ich irgendwo mein Dorf, an, da wo ich das allererste Mal gespawnt bin. Das hört sich an wie mein Wuschgeräusch, wenn ich cutte, wenn ich irgendwas cutte in Desert. Wenn das so das nächste Bild kommt. Das hört sich an, wenn ich mit der Machete schlagen will. Geil. So, jetzt nehme ich hier drüben noch die Häuser mit hier. Mit? Ja, ich komm mit. So, kam ich irgendwo durch. Was ist denn jetzt schon wieder so sackig? Achso. Okay, du gehst da rein, dann geh ich mal hier drüben rein. Alles offen hier. Ja. Ich hatte einige Häuser echt, die doch zu waren. Hier ist ja auch alles offen. Hm. Brech ab. Ich brech ab. Ich würde gerne mal einen Zombie hier antreffen, dass ich den mal mit der Machete testen kann. Scheiß Blockhütten, die bringen alle ohne nix. Hier, da ist Subo. Ich hier mal gucken. Hm. Also bin ich hier. Also so genau jedes Haus zu looten habe ich auch lange nicht mehr gemacht hier in Elektro. Jeden Scheiß hier mitnehmen. Oh, Lederschuhe, ziehen wir die mal an. Also ich musste in letzter Zeit viel looten und ich habe echt alles mitgenommen, was ich konnte, wenn ich was gesehen habe. Hm. Fast alles, sag ich mal so. Als ich dann weiter im Norden war und ich dann fast schon nur noch schwarz-weiß gesehen habe, habe ich dann einfach nur noch schnell versucht zum Erfeld zu kommen. Ja. Da kam ich auch an, da alles gefunden und dann bin ich ja wieder nach unten gelaufen. Und aber wie willst du am Airfield Essen finden? Okay. Was? Wie willst du am Airfield Essen finden? Gibt's da auch, habe ich auch gefunden. Außerdem gibt's ja halt auch Wohnhäuser, oder? So um die Ecke, so in der Nähe. Echt, das war ja ganz oben rechts der Airfield, ja. Es war nicht der Airfield hier oben links. Achso, der kleinere also. Der kleinere, da war auch nichts los. Natürlich. Also wir haben generell ganz schön wenig Gegnerkontakt hier bei dem Spiel. Ich habe ganz schön viele schon mittlerweile gesehen, zwar jetzt nicht, aber so als ich die letzten Tage gespielt habe, da habe ich echt nicht wenige gesehen. Aber das Ding war, da hatte ich auch immer keine Waffe. So, jetzt habe ich mal eine Waffe auf dem anderen Server und dann sehe ich keine Gegner. Wo bist du eigentlich, Boom? Cool. Hinter dir? Übelst. Läufst du weg. Ach hier. Alter, wenn das so dunkel ist, war, man sieht das echt nicht so leicht. Ja, deswegen, ich hab da... Mach mal meine Brightness ein kleines Stück höher. Ja, habe ich auch gemacht. Ja, dort vorne, dass die noch, ne? Ja, wir nehmen noch alles, also Fuzzi ist ja hoffentlich noch auf dem Weg hier. Ich bin definitiv noch auf dem Weg, ich sehe links von mir schon den Leuchtturm. Ah, dann der ist auch nicht mehr so weit weg. Hä? Dann ist ja nicht mehr lange. Dann bist du ja fast da. Also ich bin eigentlich schon gleich am Sniperberg. Okay. Da kannst du eigentlich jetzt dann durchrennen. Hm? Einfach ist die Bahnschienen lang geht durch Elektro, da wo die ganzen. Ja, ich laufe schon die ganze Zeit auf den Bahnschienen. Okay. Ich bin der Schnellzug von. Weiß ich nicht. Von Ding. Tschüss. Ja. Wollen wir da oben die zwei Häuser noch mitnehmen, Boom? Oder? Ja, nicht so. Da ganz oben. Ja, das können wir ja dann noch machen. Lass uns jetzt erstmal hier unten noch die machen hier. Südwärts Richtung Küste hier. Ach, das ist auch zu hier. Hm. Die Tür nicht nach innen aufgehen. Schade, dass man den Kühlschrank nicht aufmachen kann. Ja, nicht. Das wäre das kann erste. Kann man Gegenstände öffnen? Das wollte ich sowieso mal fragen. Nee, das geht alles noch nicht. Es soll aber wahrscheinlich mal noch Schränke aufmachen können, aber. Weil ich habe mich nicht immer gewundert, wenn du in irgendwelche Häuser gehst, sind die Schränke offen. Aber da wusste ich jetzt nicht, ob das jetzt von anderen Spielern geöffnet wurde oder ob man dazu irgendwie irgendwas braucht, nee, das, um das zu öffnen. Die geöffneten Dinger sind sozusagen geskriptet. Die sind so reingesetzt. Ach so, alles klar. Jetzt ins Backsteinhaus rüber. Ja. Ich fühle sich schon wieder hungrig, ey. Ich weiß noch, wo wir Dings. Zombie! Wo wir Dings gezockt haben, ja, Aftermath oder ich weiß gar nicht, welche Mod das war, wo. Wo du alles öffnen konntest, ja, ne? Ey, das hast du an einem Haus ewig und drei Tage, weil du jedes scheiß Schubfach durchsuchen konntest. Boah. Und gefunden hast du auch nicht. Ne. Eine coole Idee war es ja, aber das war echt ein bisschen zu übertrieben.